Morgen. Es ist mal wieder der gleiche Anfang wie in fast jedem Vlog. Wir packen unsere Klamotten. Es geht weiter an die Grenze zu Laos. Der Weg dahin soll sehr schön sein und wir sind gespannt, wie es wird. Unser Ziel ist es ja, in Hanoi, also im Norden, irgendwann mal anzukommen und wir könnten direkt auf dem Highway 1 dahin fahren. Der Highway 1 ist aber eine riesen Autobahn mit vielen LKWs, mit nur Straße, keine schöne Optik und das wollen wir halt nicht. Und deswegen fahren wir immer so in die Berge rein, machen einen kleinen Umweg und... Genau, es geht weiter. Mein Arm fällt ab und wir müssen uns noch was zu essen holen. Bis dann, wir sehen uns auf der Straße. Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Das war ein kurzer Ritt, denn nach 2 Kilometern ist uns die Kette abgesprungen. Und das passiert, wenn man das nicht regelmäßig nachstellen lässt. Dann hat die Kette irgendwann zu viel Spiel und kann einfach darunter rutschen. Ja, mein Fehler. Und jetzt zahlen wir dafür. Das war richtig. War richtig, richtig viel, Leute. 430.000 Dong. Euro. Diese Natur, die ist so unbeschreiblich schön. Ich weiß zwischendurch gar nicht, wohin mit meinen Gefühlen. Ich fange einfach an zu schreien. Es ist so krass. Ihr habt es ja gerade gesehen hier, diesen Fluss. Der Hammer. Der Hammer. Und vorhin bei der Werkstatt haben wir wirklich gar nicht so viel bezahlt. Das ist im ersten Moment, erzählt er dir dann erstmal, ja, du musst jetzt 400.000 bezahlen. Und dann denkst du, ach du Scheiße, was habe ich hier für ein Kack-Moped gekauft? Aber eigentlich war es auch nur, ja, nicht viel. Er hat dann noch zwischendurch irgendwelche Gummis am Hinterreifen gewechselt. Ich blende mal hier das Foto ein, das ist von meinem Handy. Was hat er noch gemacht? Ach, irgendeine Dichtung am Motor gemacht, damit die nicht mehr so tropft und ölt. Und wir haben jetzt im Endeffekt 630.000 Dong bezahlt, das sind 25 Euro. Also, dafür, dass er hier eine Stunde rumgewerkelt hat und das Ding noch gewaschen hat, das hat er uns übrigens auch noch mit auf die Rechnung gesetzt, obwohl er nicht mal davon was erwähnt hat, dass er es waschen möchte. Und wir hatten so zwischendurch überlegt, ah, geil, vielleicht gehört das ja zum Service. Hat er jetzt ein schlechtes Gewissen, weil er uns so viel Geld abzieht? Aber er hatte kein schlechtes Gewissen, er hat es einfach noch oben mit drauf gesetzt. Hat aber auch nur 1,10 Euro gekostet.
21, auf jeden Fall war es auch ein Witz. Diese Natur, ich komme nicht drüber hinweg, wie schön die ist. Für uns gibt es jetzt was zu snacken und ihr genießt weiter den Bildschirm. Wir sind angekommen und die Fahrt war ja der Oberkracher. Diese Natur, atemberaubend, es geht gar nicht. Atemberaubend. Also sag mal ganz kurz, stinken deine Füße? Jo. Dass ihr nicht riechen könnt. Auf jeden Fall haben wir das sozusagen als erstbeste Hotel genommen, was wir gefunden haben. Wir schlafen ja auch nur eine Nacht und dann fahren wir weiter. Ansonsten hätten wir, glaube ich, dieses hier nicht gewählt. Es sieht aus wie ein Loch, wie ein richtiges, ekelhaftes Drecksloch. Also ich finde, es sieht noch so gesehen gut aus. Wir haben schon mal in viel, viel schlechteren Hotels geschlafen. Ja, egal. Es schimmelt auf jeden Fall nicht. Ja, wir suchen uns jetzt was zu essen. Es gibt hier aber kein veganes Kom Chai vegetarisches Restaurant. Wir machen das Beste draus. Wir zeigen euch, was wir gefunden haben. Wir sitzen jetzt in einem Café und haben uns eine Pizza bestellt. Und unter anderem habe ich mir noch ein Mint-Soda bestellt. Und ich dachte, dass sie einfach Minze nehmen und die dann in einen Mixer tun und dann alles zusammen wursteln und dass es sehr geil schmeckt. Aber bekommen habe ich statt einer Minz-Soda ein Pfefferminz-Cocktail. Ja, so sieht es noch ein bisschen gruselig aus. Und Olga wollte, dass wir zwei davon bestellen. Ja, zum Glück haben wir nur einen bestellt. Es gab aber noch was anderes zur Auswahl. Ja. Aber du kannst gerne aus diesem grünen Mint... Kennt ihr Berliner Luft? Genau so schmeckt das. Nee, Pfeffi. Schmeckt wie so ein Pfeffi. Pfeffi und Berliner Luft ist auch Pfeffi. Wir sind mal wieder richtig authentisch italienisch essen. Und zwar, es gibt Pizza. Für das Zimmer zahlen wir 220.000 Dong. €9 möchte sie damit sagen.